Gibt schon wieder so ein sakrischer Tag an. Ach komm nur, Bauer, da steht schon dein Suppen, lass doch nicht kalt werden. Ach, meinetwegen, mir schlagt ja eh nichts mehr an. Ach, wer weiß, Bauer, wenn dich der liebe Gott wieder gesund machen will. Er will aber nicht. Ach, freilich, er wird schon wollen. Er will aber nicht, ich weiß es. Na ja, na ist was anderes. Na bleibst halt in dein Zustand. Guten Morgen, Bauer. Guten Morgen, Master. Okay, lass doch dein Pfeif im Maul. Geht er ja sonst aus. Es ist für dich nicht zutraglich. Könnte dich reizen. Hörst ja sowieso zu viel. Na, werden wir schauen, dass wir es heuer reinkriegen. Das Wider wird nicht mehr lang so sauber aushalten. Und ein Heu ist das, Bauer. So viel und schön. Und riechen tut's. Ja, ja. Das älteste Rümpfig kann sich da rum auf so ein Heu kaum besinnen. Nein. Ich taug nichts mehr auf der Welt. Ja, aber Bauer, sag mal, freut denn die gar nichts mehr? Mich bekümmert nimmer das Irdische, mich bekümmert bloß noch das himmlische Heu, von dem geschrieben steht, der Mensch welkt dahin wie Heu. Und da ist mir nur noch um die Einfuhr in den himmlischen Heuschober zu tun. Jesus, Jesus, Bauer. Mir kennt sich frei nimmer aus mit dir. Hast schon recht, Wassel, hast schon recht. Sag's ihm nur nein. Seit dich vor einem halben Jahr der Schlag gestreift hat, da bist du einfach nimmer der Alte. Ja, das tät sich auch nicht schicken. Es war ein Deuter vom lieben Gott. Seit der Zeit halte ich mich still und warte auf einen zweiten. Vielleicht mache ich auch schon früher ein End und ziehe mich zurück von alle weltlichen Wesen. Ja, ja, das ist leicht möglich. Ich bin noch lange nicht so weit, wie ich sein möchte. Wie du vorhin gekommen bist, Wastl, da hat sich doch der Gewinst- und Spekulierteufel noch ein wenig in mir gerührt. So? Nein. Das darf nicht sein, dass sich's Heu zwischen mich und mein Schöpfer drängt. Nein, dazukommen darf nichts mehr. Liegt eh genug auf mir. Abwendig darf mir nichts mehr machen von die gottseligen Gedanken. Du bist ja gerade, als wärst der sündhafteste Mensch. Hast gleich dann super, oder? Nein, das nicht, Rosel, das nicht, Gott sei Dank. Aber das Gegenteil, auf unerlaubte Art, könnte leicht möglich sein. Nice. Lang mir einmal das dicke Buch da hinten her. So, und jetzt geht's ihr zwei in Gottes Namen an Enker Tagwerk. Und ich gehe an meins. Ist der Schwager noch nicht da? Nein. Wenn er kommt, Rosel, bringst du den Wein und ein wenig Rauchfleisch rein. So, und jetzt geht's. Für gut. Für dich gut, Rosel. Für dich gut, Wastl. Ja, ich hab noch nichts gesagt. Ja, willst du denn noch was? Ja, Bauer. Es liegt mir schon lange auf. Über deinen Schwager, über den Dusterer, möchte ich mich mit dir mal ausreden. Der elendige Kerl, Bauer, schau dir, was da alles da. Wastl. Der Dusterer ist mein einziger Verwandter. Er ist der einzige Mensch, der einen trostreichen Zuspruch für mich hat. Dem, was gelegen ist an mir, in Zeit und Ewigkeit. Ja, ja, ich weiß eh, dass er ist, der dich zu dem bußfertigen Wesen hinzerrt, als wie ein Kaibe zur Kur, wenn sie saufen lernen sollte. Ja, aber das Kaibe muss doch saufen, sonst wird's ja hin, nicht? Ja, schon recht, Bauer. Aber für ein Kaibe, da bist du schon da ein bisschen zu viel ausgewachsen. Jetzt sag doch selber, Bauer. Früher, wie man noch mit dir reden hat können, ja, da hat sich der Dusterer nie bei dir sehen lassen. Ja, was findest du denn jetzt vonnöten, dass er da alle Tage ins Haus rennt? Meinst nicht, weil er glaubt, dass deine ganze Hinterlassenschaft ihm zufällt? Oder meinst nicht, er möchte einreden, dass deine ganze Bußfertigkeit einmal gut Stück ins Kurz ist?
wenn's nicht ihm den Hof verschreibst. Wastl, das verstehst du. Aber okay, das sieht man doch. Der Dusterer ist er so. Der Dusterer ist so, wie er ist. Ja, so ist er, da hast recht. Und ich kann's ihm doch nicht in Übel nehmen, dass er auf sich schaut, wenn sein Vorteil mit dem mein Hand in Hand gehen. Meinst du nicht, es könnte ihm dabei eine kleine Spitzbürberei mit unterlaufen? Nein, Wastl, das nicht. Ja, nicht? Nein. Alles, was er vorbringt, ist wahr. Nur zu wahr ist, der Dusterer geht ja über den Feldbatter. Alles kurz und eindringlich. Glaub's oder glaub's nicht? Ja, ich sag dir, ein Teufelskerl ist er. Mit seinem gottgefälligen Wesen, ja. Dass er auf seinen Vorteil schaut, das ist richtig. Aber das tut nichts. Bloß, ehrlich muss dabei zugehen. Wenn ich immer mal dahinter käme, dass das keine Schickung ist, die ihn in mein Haus geführt hat. Dass das nicht so sein müsste, wie er sagt. Dass er auf den Herrgott seine Rechnung spekuliert. Oh mein Wastl. Wastl, da kriegst du Arbeit. Herr Jesus, Bauer, ja, schaffst du gleich an. Ja, schaffst du nur gleich an, hä? Lass gut sein, Wastl, lass gut sein, es kommt nicht so weit. Nein. Er hat mich schon bei der richtigen Falten. Ja. Er hat mich wieder dran erinnert. Ich hab's schon lang vergessen gehabt. Aber jetzt hat sie sich wieder aufgeriegelt. Und jetzt sitzt's da und gibt keine Ruhe mehr. Der Gewissenswurm ist, Wastl. Da hilft kein Aufrebellen. Nein, schön niederducken heißt's. Ja. Und reuig sein. Schau, Bauer. Früher. Da haben wir gearbeitet und dann sind wir lustig gewesen alle Tage. Und du? Ja, du warst der Fleißigste und der Lustigste von uns allen. Und wenn ich dran denke, dass der alte Halunk dran schuld ist, dass wir jetzt da sitzen, als wir in einer Klosterzelle. Sigrani, ich wollte nur, er kam jetzt rein, er konnte sie ihm so richtig nein sagen. Dusterer, sag er dir, du bist ein Haderlump. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Was da? Grüß dich gut, Schwager, grüß dich gut. Grüß dich gut. Nur bist du denn wohnen aufs letzte Betten? Ja, besser. Besser? Ich meine, ein bisschen besser, ja. So. Wirklich? Na ja, na soll's mir freien, Schwager, ja. Na soll's mir recht schaffen, freien. Muss nicht rauchen, Dusterer. Wastl. Ich bin vom Hof und tu's auch nicht. Du Sakra, du. Verlaubst schon. Aber ums Ausräuchern aus unserem Bauern du nichts tun. Nein, aber der Ärger, den du mir machst, der schlagt mir leicht an. Der ist ja bestimmt gesünder. Mein lieber Wastl, du nimmst dir ein bisschen viel raus. Lass gut sein, Schwager, lass gut sein. Ich verzeih ihm. Ja, ich verzeih ihm. Das tue ich. Er verzeiht mir. Ja, der verzeiht mir, der Elendig. Was da? Pirti Gott, Bauer. Hochmut kommt vor dem Fall. Könnt leicht geschehen. Er weiß mir bald, dass er entbehrlich wird. No. Ja! Nur verträglich. Was sagst denn du verzeihst ihm, wenn du ihm was nachtragen willst? Hat er's angenommen, die Verzeihung? Hat er's angenommen, hä? Ja, da auf dem Stubenboden wird er's nicht liegen haben lassen. Solange ich meine Augen offen hab, möchte ich nicht sehen, dass mein Anwesen zurückgeht. Der Wastl ist wie ein Pfleger drauf. Der hätte keiner gut, wenn er ihn weggäb. Du verstehst dich ja auch mehr aufs Himmelreich als auf die Wirtschaft. Ja, zum Wirtschaften hat's bei uns daheim wenig zu geben. Da muss man schon auf den himmlischen Vater vertrauen. Ja, Schwager, dass er das sagt. Weißt, mit der Pfeifen vorhin, das war nur, weil es eine Anfeuchtung ist beim Reden. Weißt, ihr redet mit trocken so schwer. Ja, Drossel muss ja sowieso gleich den Wein bringen. Ja, na ist ja recht, Schwager, na ist ja recht.
Freilich, freilich, meiner Seele. Weißt, ich bin so austrocknet da herum, als hätte mich die glühende Höllenluft hochblasen. Ja. Warst gleich drunten, auf einen kleinen Besuch. Nein, ich mag das nicht, aber gelesen habe ich davon. Ja, in einem Buch? Ja, in einem großen, dicken Buch, so wie das. Sind auch Bilder dabei, alles wie es zugeht. Du, das ist grausam zum Anschauen. Das muss man einmal lesen lassen. Ja, du, das ist eine richtige Herzensfreude, wenn man das alles sieht und wünscht seine Feinde und Unfried mal ja mitten in die Qual hinein. Ja, aber sag einmal, wo bleibt denn da die christliche Nächstenlieb, ha? Richtig. Richtig, die habe ich beispielsmäßig ganz vergessen. Mhm. Aber da kommt ja schon der Wein. Ja, die Rosel. Ja, schaut die Rosel. Sehen Sie gut. Ja, vergeht's gut. Mein Gott, die Rosel ist genauso sauber beieinander wie das jüngste Mädel, gell? Und du bleibst so verhübsch ledig, du, ja? Hübsch ledig und brass. Was soll denn das sein? Ja, da ist ja her, so ein teukertes Ding, die Rosa, so ein teukertes Ding. Na, weißt du, Programm, am Schürzenbantel bin ich hängen geblieben. Ja, am Schürzenbantel, sonst nix. Oh, das ist ein Tropfen. Das ist wirklich, was du sagen willst, weil ich mir jetzt leichter rede. Und weil wir allein sind. Grüchhofer, du magst mir nix weiß. Dir ist übler wie gestern. Und weißt du, warum dir nicht besser ist? Ja, ich wüsste nicht. Weil dir die Bußhaftigkeit fehlt. Ja, weil dir die Bußhaftigkeit fehlt. Ja, das wüsste ich auch nicht. Glaub mir, Schwager, wenn ich dir was sag, dir fehlt die Bußhaftigkeit. Also, ich möchte wissen, warum. Steht nicht geschrieben, wer mir nachfolgen will? Der nehme sein Kreuz auf sich. Na. Ja, was denn nachher? Na ja, das steht auch geschrieben, das mein ich jetzt ja nicht. Das Kreuz hast du ja schon auf dir. Es steht ferner geschrieben, wenn du mir willst nachfolgen, so wirf dein Gut ins Meer. Was? Ja. Möchtest du vielleicht mein Hof auf dein Buckel bis zum Meer tragen, hä? Ins Meer und teile es mit den Armen. Na. So kann nicht geschrieben stehen. Warum? Wenn ich's ins Meer wirf, dann kriegen sie ja die Fisch und nicht die Armen. Es steht aber so geschrieben. Nein. Da mach du selber deine Nutzanwendung drauf. Ich bin mir da zu dumm dafür. Das ist gar keine Kunst. Denn es ist beispielsweise zu verstehen, wenn du willst mit dem Himmel auf gleich kommen, so musst du alles Weltwesen, um was du dich noch kümmern und sorgen könntest, von dir tun. Du musst das deine verschenken. Du musst es an die Armen verteilen. Ja, aber es gibt doch so viele Arme. Da käme ja auf kein was. Wäre doch schade um das schöne Anwesen. Du kannst das ja beieinander lassen. Wenn du einem einzigen Armen eine Guttat erweist, so gut das für alle. Ja, Spocker, du pass auf, unter der Hand schau mal rum. Vielleicht findest du in einer einzigen Familie ein ganz Träuberl, Arme beieinander, die neben der christlichen Nächstenliebe auch noch eine verwandtschaftliche Zuneigung zu dir hätten. Ja, Schwager, du, da brauchst du gar nicht lang suchen. Lass dir sagen, beispielsmäßig ich und mein Weib und meine 5 Kinder. Wir möchten dich rechtschaffen pflegen. Wir möchten dir im Gebet gedenken. Auch nach deinem seligen End. Beispielsmäßig. Schneid doch nicht so lang rum. Es hat doch äußer christliches Absehen. Und ich hab selber schon dran gedacht. Aber in Austrag gehen, zu Fremde, auf Gnade und Ungnaden, kein anderer in der ganzen Gegend tät sowas. Nach die anderen musst du nicht fragen. Schwager, nein, nach die musst du nicht fragen. Musst du doch deiner Sippschaft nicht antun, dass wir es erlebten. Wir fahren am jüngsten Dockerl hinauf im Himmel und müssten dich zurücklassen. Für alle Ewigkeit voneinander. Ja, bin ich denn so sündig? Fragst noch, Grüchhofer, ob du sündig bist? Du sollst nicht fragen. Du nicht. Du vor alle anderen nicht sollst danach fragen. Du bist das, Grüchhofer. Und schon wir. Lass dir sagen, beispielsmäßig. Im Frühjahr auf dem Berg
wenn der Schnee schmilzt. Da fliegt so ein Malefizvogel, meint selber nichts Arges, runter vom Astel und nimmt sich ein Maul voll Schnee. Meint, er tut sein Schnabel wie er gut tat. Ein paar Breckel rutschen weiter, wird der Kiegel draus. Aus der Kugel ein Gnädel. Aus dem Gnädel ein Binkel, wie er fuhr der Hai. Die sturkelt über der Lobe, wie größer und größer. Rammt den Wald mit, haut ab ins Tal. Die Lawine ist fertig. Siehst du so ein Unglücksvogel, bist da du, Grühofer. Ja, ja, ja. Denk an die Riesler Magdalene, die vor 25 Jahren bei dir im Dienst war. Als meine Schwester dein Weib, Gott hab sie selig noch denkt hat. Denk an die Riesler Magdalene. Die hast du eins Kugeln gebracht, das ins Ruin gekommen ist und runtergefallen ist in die siedende Hell. Ja, ja. Wer weiß, wer viel's noch mitgerissen hat. Niemand hat mehr was von ihr gehört. Verschollen ist blieb. Aber Grühofer, am Tag des Gerichts, da wird alles ans Licht zogen. Du, da wird sich herausstellen, was du angestellt hast in deiner sündhaften Begehrlichkeit. Grühofer, wenn da Sachen ans ewige Licht kommen, was uns gar nicht träumt. Grühofer, Schwager, nicht um eine Million möchte ich unbußfertig an deiner Stelle vor Gottes Thron stehen. Nicht um eine Million. Ja, ich hätte ja doch nachfragen sollen. Ja, ja. Jetzt ist spät. Geschenk ist Geschenk. Weißt du, Wage, ich wollte es zuvor gar nicht sagen. Aber heute Nacht habe ich wieder von ihr geträumt, wie es drunk gewesen ist im ewigen Feuer, umgeben von höllischer Glut. Jesus, Jesus, es ist grausam, sag ich dir. Heute in der Früh habe ich gleich zu meiner Alten gesagt, für die zwei armen Leute muss was geschehen. Ja, da hast du schon recht. Da hast wohl recht. Da hilft also nichts als fleißig fürbitten. Ja. Und wenn wir einmal wieder ein bisschen besser ist, dann fahren wir nach der Kreisstadt und machen es richtig. Hm. Ja, ja. Du ziehst auf meinen Hof, mitsamt deine Leute. Eine kleine Probezeit. Und ich verschreib dann. Schau, Schwager, das freut mich. Das freut mich, wäre schon sakrisch. Ja, schon deinetwegen freut es mich. Ja, wir sehen jetzt, wirst Herr werden über den Gewissenswurm. Ja, verlass dich drauf, das ist doch nicht der Erste, den ich aus dem Nest rausnehme. Oh, da kannst du drauf. Verlassen, Schwager, ja, 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 ja. Du, was wollte ich denn noch sagen? Wann fahren wir denn in Kreisstadt? Wann der leichter ist. Kann mir gleich morgen in Kreisstadt fahren. Hast das du aber eilig? Es ist doch nur wegen der armen Seelen da drunten. Schwager, Schwager, lass dir sagen, beispielsmäßig, heute ist in der Teufel an einer langen Kette, so wie ein kleiner Bub, die Maikäfer, am Bindfaden. Und wenn wir jetzt anfangen mit dem Fürbitten, dann muss ich schon ein bisschen auflassen. Und wenn wir nicht lachen lassen mit dem Fürbitten, beim zweiten Schub, da geht schon her und her. Und wenn du dich dann einsetzt mit deinem guten Werk und wirfst dein Gut ins Meer, dann reißt die Ketten auseinander. Und Heidi fliegt die See mitten in den Himmel hinein. Hast du es nicht mehr gesehen? Holt's kein Teufel nicht mehr. Ja, das war recht. Ja, und du, der Gewissenswurm, was deswegen in deiner Brust war, weißt du, der findet nichts mehr zum Nagen und zum Beißen und verstirbt schon ganz elendiglich. Der sagt, ja, ja, ganz elendiglich. Und ihr zwei seid erlöst. Ah, das war recht. Ah, das war recht. Meine sei frei wie Heinzleben, dass ich so einen Schwager habe. Ja, ja, ja. Das ist ja schon wirklich eine Freude, wenn man eine reumütige Seele findet in dieser schlechten
Zeit. Ja, jetzt lass gut sein. Wenn einmal was sein muss, dann habe ich das gern bald in der Richtigkeit. Ich weiß, ich weiß. Man kennt dich dafür, du hältst auf Ordnung. Du weißt auf, Schwager. Und dass wir jetzt nicht rauskommen, wollen wir unser Bußlied singen. Erlös uns von des Lebens Pein, o Herr, in deinen Gnaden, und führ uns in den Himmel ein. Das kann uns gar nicht schaden. Schau, 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 schau. Da geht Trollache Lies, mit der es nicht richtig ist. Schau, 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 schau. Hula die Edi, oh, hula die Edi, oh, hula die Edi. Ja, der Wastl. Und du bist die Horlacher, Lies. Hätte man's nicht gedacht, ich komm nicht zusammen mit dir. Bist fort von daheim? Fort bin ich. Und gern. Oh, mein, wie gern. Und was suchst du denn darum? Ein Grillhofer. Ein Grillhofer? Ja, ein Grillhofer. So ein Grillhofer. Na, dem sei Großknecht bin ich. Willst du leicht den Dienst bei ihm? Da hätte ich auch noch ein Wörtel mit reinzureden. Mir zwei taugen nicht unter einem Dach. Und wenn die der Bauern am so reden, die heute noch auf und davon. Deswegen mir brauchst du keine Schuhe zu reißen. Ich bin bloß auf Besuch. Auf Besuch? Ja, auf Besuch. So, auf Besuch? Ja, was willst du denn? Das geht dir nichts an. Du sag einmal, was ist denn der Grillhofer für ein Mann? Ein Trauriger. Ui, Jägerl. Das taugt mir nicht. Da geh ich lieber gleich wieder. Das ist auch gescheiter. Sag einmal, Wastl, was hast denn du gegen mich? Würdest du dich nicht ein ganz klein wenig gefreien, dass wir uns wieder zusammenfinden? Ich müsst's lernen. Eigentlich soll's dich schämen. Wusst nicht, warum? Ja, möchtest du es nicht sagen, wegen was ich mich schämen soll? Ja, das ist doch klar. So sag's. 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 Oh, du. Du, sag einmal, hat's denn dir eigentlich nie leid getan, wie du mir mitgespielt hast, wie ich noch Knecht war in Ellersbrunn, hä? Wie du Knecht warst in Ellersbrunn? Ja, wie ich Knecht war in Ellersbrunn. So, wie du Knecht warst in Ellersbrunn. Ja, tu nur so, als wüsst vor allem nichts. Ja, aber was du? Ja, bin ich dir nicht in Ellersbrunn nachgerinnt wie ein Narisch. Freilich. Wohl. Selb leugne ich nicht. Die stunde auch schlecht an. Ja, aber ist doch alles zwischen uns in Ehren verblieben. Eben drum. Aber was so? Es wird dich doch nicht reuen, dass sich keins von uns versündigt hat. Das nicht. Das freilich nicht. Aber mir für Narren halten ist nicht notwendig gewesen. Okay. Wie ist denn das zugegangen? Ja, das fragst du noch. Ja, hab ich dich nicht gefragt, ob wir zusammenkommen könnten? Ja, das hast du gefragt. Und hab ihn auch nicht gesagt, ich komme wollte raus. Bist du ja auch gekommen? Ja, aber du bist fortgeblieben. Hat einen Köten gehabt, dass er hier die Seele aus dem Leib hätte rausbeideln müssen. Ja, hat ich das drauf nicht gut gemeint? Hab ich dir nicht gesagt, wenn der die Käten zuwider war, dann sollst du auf die steile Wand raufgehen, wenn's hoch am Mittag ist. Ja, war ich vielleicht nicht dort? Hat auch eine Hitze gehabt zum Verschmachten. Wer aber wieder nicht gekommen ist, das warst du. Du hast dich aber nimmer beklagt. Ah, freilich. Dass du mich leicht zum Auffrischen einen Mühlbach schickst. Dankeschön. Du sag einmal, Wastl, wie es dir im Wald und auf der steilen Wand zu langweilig geworden ist. Warum bist du nachher nicht heimgegangen? Warum ich nicht heimgegangen bin? Ja, warum du nicht heimgegangen bist?
Ja, so halt. Weil ich halt nicht heimgegangen bin. Weißt du, das hast du vor die anderen Burschen nicht merken lassen, dass du umsonst warst. Weiß, hätte er so ausschauen sollen, als wäre ich auch da gewesen. Und wie lang auch noch. Aber ich hab mich schon ausgehängt. Und jedes Mal zu der Zeit, wo ich mit dir hätte gehen sollen, da habe ich mich hübsch gemacht mit meinen Kameradinnen sehen lassen. Ja, ja, ich weiß eh. Und gleich drauf ist das Spütteln und Frutzeln angegangen und fort bin ich aus Hellersbrunn. Hast du aber einen Unterschied gemerkt? Zwischen ehrlichen Dirndln und der leichten Wahr. Ah ja, das schon. Und wir. Hab's auch alles samt der Hülle hab ich gewünscht. Das macht nichts. Rennen wir da noch auf der Welt rum. Aber dir war schon recht geschenkt für dein unehrliches Gespiel. Ja, wer sagt dir denn, es hätte nicht da noch ehrlich ausgemingt? Du hast es aber nicht gesagt. Ja. Damals war ich halt noch dumm. Aber seit der Zeit bin ich schon gescheiter geworden. Das sagt man da doch nicht an. Schau, Liesl, wie ich damals fort bin aus Hellersbrunn, habe ich mir gedacht, jetzt hast du abgewirtschaftet in der Liebe auf deine Lebzeit. Die Hurlacher Lies, das wäre halt die einzige Queen, die dir taugt hätte. Und die spielt dir ja so mit. Und schade ist, wenn du weiter suchst. Eine zweite wie die Hurlacher Lies findest du nicht mehr auf der Welt. Gleichwohl taugt auch die nichts. Aus ist und gar ist. Suchst dich gar nicht mehr lang um unter den Kittelvolk. Und so habe ich es auch gehalten. Aber Gewastl, du kannst dann ja völlig stolz machen. Ah, freilich. Das ging dir gerade noch ab zu deinen übrigen Sachen, die du an dir hast. Außer es ist mittlerweile einer gekommen, der dir es abgewonnen hat. Nein, das ist nicht. Ich bin mir gerade so gescheit wie du. Was? Du warst nur so, wie wir damals voreinander gegangen sind. Ach, gerade. Kannst du mir jetzt nicht anschauen, Liesl? Kerzen gerade auch noch. Schwör's. Meine Seele und Gott. Liesl! Ja, sag ja. Mal was. Wenn es bloß die eine Haarlacher Lies gibt auf der Welt, warum stottert die auch nicht mehr ja, an? Ja, was, Liesl, das ist ja so. Man kann direkt Respekt haben vor dem Herrgott, wenn man diese anschaut. Ja, ja, das wäre schon die Hurlacher Lies, wie es keine zweite nicht mehr gibt. Wenn man aber wieder denkt, wie du an mitspielen magst und wo du deine Krallen versteckt hast, okay, dann meint man doch, nein, die taugst wieder nicht. Wenn du nur ein bisschen Demütigkeit an dir. Weil du so demütig bist, da greifst du gleich keck nach der Dirn, wie es keine zweite mehr gibt und wunderst dich, dass die nicht auch gleich bemerkt, dass du der Bastel bist, ja. Wie es keine zweite mehr gibt. So habe ich aber nicht gesagt, Liesl, gell? Aber getan hast du nicht. Ja, aber so tue ich nicht mehr. Und dann sind wir alle zwei gescheiter geworden und könnten rechtschaffen und ehrlich von vorn wieder anheben, wenn es dir nur taugen möchte. Wer weiß, ob es mir nicht taugt. Aber Liesl, nicht mehr für Narren halten, gell? Aber Bastl, wie konnten das sein? Du bist doch jetzt so viel gescheit. Darüber reden wir nach dem Feierabend weiter. Wohl, wohl. Wo bestellst du mich denn hin? Weißt das ja eh. Im Mühlbach! Oh, du Unend! Das tust du! Michi, alle willkommen's! Schaut's, der Bastl! Ja, jetzt weiß man, warum der Bastl bei uns keine Türen nicht anschaut. Das ist sein Schatz. Und der kommt von auswärts. Besser ein Türen kommt von auswärts, als wir sie geht nach einwärts. Bist du lustig, wie du ausschaust, dir du? Ich bin meiner Lebtag noch nicht trauriger gewesen. Ah, na, ist schon recht. Bring es den Bauern wieder zurecht, das wäre ein verdienstliches Werk. Ja, da hätten wir auch wieder mal was schlagen. Ja, und könnten lustig singen hier auf dem Hof, wie wir all das waren dabei. No, soll das nicht sein? Ah, na, nix hörst wie vom Buß und von Rhein. Ja, und vom Verstern. Da tu ich nicht mit. Und keiner darf sie rühren. Ist auch mein Haarschweiß. Aber ich kann ja nicht singen. Und just damit singe ich jetzt eins. Ein Bub, der kommt in den Himmel, beim Petrus fragt er an,
gibt's Zitterntor und Dirndln. So bist du fein, mein Mann, und drauf sagt heute der Bär. Das gibt's bei uns jeden Tag, ganz Zitterntor, hinter Waschel und geht. Der Bub, der kommt in Töl drauf, beim Teufel fragt er an, gibt's Zitterntor und Dirndln. So bist du frei, mein Mann, und drauf sagt heute der Teufel. Das gibt's bei uns nicht, da kratzt Zitterntor, hinter Waschel und geht. Die Zittern und die Dirndln, na, die kann ich nicht lohn. Und so steht mir der Himmel und das Höhlreich auch nicht an. Oh, du schägrierne Blöd, was du so erst mal gefällst, solange Zittern noch klingen und Dirndln und die Bäume. Da hast du ihn ja, ein Grillhofer. Ah, nicht der. Der gehört nicht ins Haus. Was gibt's denn? Die Dirndl will da zu dir auf Besuch, Bauer. So? Ja. Ja, wer bist denn? Wo kommst denn her? Und was möchtest du denn, hä? Ja, geh zu, Bastl. Schau nach der Rosel. Sie soll dir eine Flasche Süßen geben. Und ein wenig Schleckwerk findet sie wohl auch noch in der Speis. Gut, Bauer. Na komm, Dirndl. Setz dich nieder. Mit Verlaub. So. Und jetzt sagst du mir, wer's bist. Torlacher Lies heißen sie mich. Horlacher? Ah, da schau. Ja, und wo kommst du her? Von Ellersbrunn. Von Ellersbrunn, so, so. Ja, na bin ich schon richtig, na besinne mich schon. Eine alte Horlacherin von Ellersbrunn habe ich mal kennt. Das ist mein Mann. Ja. Wir sind auch mit dir in Verwandtschaft. Ja. Das ist aber das erste Mal, dass ich das her. Wir denn nachher, he? Aus ihrer Mutter, ihrer ersten Ehe, hat dein Weib einen Halbbruder gehabt und dem sein Geschwisterkindersohn hat meiner Mama ihre Geschwisterkindertochter geheiratet. Mein Weib, ihr halber Bruder? Wie war das jetzt? Dein Weib, ihren Halbbruder und sein Geschwisterkindersohn hat meiner Mama ihre Geschwisterkindertochter geheiratet. So tut dann ja gleich der Kopf weh. Ich hab mir nicht drüber gesprochen. Nein. Ich hab das Gesetz einfach auswendig gelernt. Da. Sogar die Schulkinder im Katechismus. Du bist wenigstens aufrichtig. Jawohl. Und schon wir? Ja. Wastl, bleib da, gell? Du musst einen Hausvater machen, einschenken und nachfüllen. Weißt, wenn ich was halten soll, dann zittern wir die Hände. Da die leicht was verschütten. Und das war ja schon drum, nicht? Ja, das war schon drum. So. Auf dein Wohlsein. Aha. Dann kriegt der auch was. Ja, warum denn nicht? Fangst du jetzt schon wieder um? Wenn's mir nicht verkündest, schwanz mir nicht. Einschenk, sag ich, du Sakra. Verkosten nur. Ja, ist zwar mehr für die Weiberleute, aber ein guter Tropfen. Mhm. Oh. Da merkt man ja gleich selber, wenn das ein Trunk für Weiberleute ist, ein Weib werden. Bist ja sowieso eins. Und ein Holz dazu. Was da? Ich hab dich auch gleich mitgebracht. Ach, du weißt doch, dass ich nichts trinke. Okay. Na, wenn's da schon da ist, dann gib's her. So. Jetzt reden wir aber wieder von was Gescheiten. Du bist mir noch eine Antwort schuldig, Dirndl. Was du da möchtest? Ein bisschen Erbschleichen sollte ich. Was sollst? Ja, Teufel, ey. Wer konnte denn zu sowas verhalten, ne? Niemand. Meiner Mama ist das auch vor mir eingefallen. Ach.
Aber ich tage schon gar nicht dazu, weil wir uns herumschauen, winseln wie ein Hund und passen und warten aufs Versterben. Na, da wird mir ganz entrisch dabei. Na, meiner Seelbauer möchte ich unser Herrgott noch 100 Jahre leben lassen. Ich neid da keinen einzigen Tag. Nein, keinen einzigen neid ich da. Bist ein gutes Dirndl. Ja, ich war ja eh nicht her. Aber ums Heimbleiben weiß man auch wieder nicht. Nein, außer wollte ich gern. Aber dann so herumfagieren und lieren, ich war da gewesen. Das wollte ich auch wieder nicht. Ja, dann tust du mir halt einen Gefallen und sagst, es war da nichts zum Holen und jagst mich wieder heim. Na? Ich meine, es kam da gar nicht ungelegen, wenn ich mir Zeit lassen darf mit dem Heimschicker, was? Jetzt möchte ich aber doch gern wissen, wie deine Mom auf den Gedanken gekommen ist. Oh, die Mom hat das ganz ernsthaft gemeint. Ja. Liesl hat's gesagt, schau Liesl, du bist der einsam verwaistes Dirndl. Du musst dich umtun, musst dazuschauen. Verwandt sind wir einmal mit dem Grillhofer, das können wir schriftlich aufweisen. Geh zuschau gern nach, sollte ihm schlecht gehen, vielleicht macht das nicht mehr lang. Oh, entschuldige Schopauer. Ja, tu dich ein bisschen einschmeicheln bei ihm. Er hat sonst die lustigen Leute nicht ungern mingen. Was möchtest du jetzt auch noch? Wenn du mir den Bauern nur mehr stupst, was dann kriegst du von mir auch einen Teiter, gell? Ja, schau zu, hat's gesagt. Dass der niemand zuvorkommt, macht es auch gescheit. Leicht kostet's nur ein Wörtel und das Sei ist dein. Na, was, Bauer, mein Mann, die kennt sich aus. Da hättest du einen schweren Stand, da die noch im Rennen. Ja, aber so bin ich doch ein bisschen zu früh aufrichtig zum Erbschleichen. Dafür bin ich auch noch da. Zum Erbschleichen? Nein, ihr müsst mir richtig verstehen, ich meine, dafür, dass der Bauer, der Schwager, seine Sache nicht für ein Wörtel weggibt. Wo doch du schon so viel Wörteln drum geredet hast, gell, Dusterer? Ach so, der Schwager bist du. Ja. Siehst du, von dir hat meine Mama auch geredet. Sagt's, nimm's nicht zu leicht. Soll neuerdings ein Duckmauser bei der Maus und eingehen? Vielleicht hat sie sich gedacht, das war gar nicht ein Bauern sein schon, wenn ich beim Furt gehe, die auch gleich mitnehmen. Jetzt haben sie alle zu wollen, der Reis. Da lachst du einer dazu. Ja, war einer wieder. Ja. Mir ist doch eine Kuh lachen, wenn die jetzt anschaut. Beispielsmäßig lacht der Kuh gar nicht. Ja. Nein, aber ein Ochs wird gleich fliehen. Tust du jetzt haben sie die ordentlich. Ja, lachst auch wieder, mein Bauer. Ja. Du, lustig waren wir vielleicht schon lange nicht mehr auf unseren Hof, gell? Lustig, oh mein. Ja, schaut's mir an. So alt und noch so. Oh, aber wir können Eltern. Du, in Ellersbrunn, da haben wir einen Bauern. Der hat schon seine 80 auf dem Buckel. Aha. Aber am Kirter, da schreit er noch nach seiner Musik. Okay. Und singt. Na, will ich am Lüfke sein, bin gleich ein alter Mann. Doch will ich so noch sicker sein, wenn ganz in das war so. Jesus, Bauer, geh, tu mir doch Bescheid. Ja, du hast ja gar kein Glasl. Wir trinken aus einem. Ja, Liesl, wir trinken aus einem. Ja, da schau her, der Wastler, so ein heimlicher. War das jetzt einmal die Rechte, hm? Ja, Bauer, die weiß schon. Warum soll die nicht lustig sein? Gott ist ein guter Mann. Mir gefällt das Leben, mir schmeckt der Wein. Und lernen geht's was an. Jetzt hör, brumm halt auch mit uns aus. Ulri, 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 Ulri. Warum soll die mir lustig sein und niemand geht's was an? Du singst den mit, Schwager!
nicht singen kannst. Hast du dein Leben lang noch keine Schlechtigkeit nicht getan? Hast nicht? Hä? Du sing mit, wenn's kannst. Ich sing ja eh nicht mit. Ja, was ist denn, Bauer? Was hast du denn auf einmal? Lass gut sein, Dendl. Lass gut sein. Ich danke dir schön. Du hast es gut mit mir gemeint. Aber weißt, die Lustbarkeit, die findet da drin in meinen Einwendigen einen gar strengen Herrn, der es austreibt. Ja, es leidet sich mal keine Freudigkeit auf meinen Hof. Da möchtest du selber nicht gern da bleiben. Und ich darf dich auch nicht verhalten. Ja, es wird völlig ernst mit dem Fortschicker. Aber dass du mir nicht kurz hart bist, soll der Wastel, wenn Feierabend ist, ein Stück Weg mit dir gehen. Ich sollte fort. Und ist das Lustigsein so gut angestanden? Mhm. Geh ich? Na, fang's mal zum Duckmausern wieder an. Oh, mein Dirndl. Du weißt halt noch von wenig. Aber ich will dir eine Geschichte mit auf den Weg geben. Weißt, so Versündigungssachen, die sind manchmal ganz lehrreich für die Weiberleute. Ja, es wird jetzt also 25 Jahre her sein. Damals hat mein Weib noch gelebt. Da ist ein Tier in meinen Dienst gekommen. Ein kleines Molotz Ding war's. Ein wenig hoffärtig. Mit keinem Buben hat sie sich abgegeben. Bloß auf mich hat's freundlich geschaut. Ja, dass ich sag, mein Weib hat nie ein einziges Kind auf die Welt gebracht. Sie ist allebei krank gewesen. Und gerade zu der Zeit ist wieder einmal recht elendig da gelingen. Ich bin allzeit ein kerngesunder Mann gewesen. Na ja, da hat sie sich halt einmal geschickt. Ich trief die Tiere allein. Und dann ist es halt gekommen, wie es oft kommt und zugeht auf der Welt. Mein Weib ist natürlich ihre Vertraulichkeit zu mir aufgefallen. Eines schönen Tages hat sie es Ruhe verlassen. Ob es beicht hat, die Tieren, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, auf einmal hat es fortbegehrt. Und ich muss sagen, ich hab's nicht ungern gehen lassen. Was du verzeihst, Bauer, das ist freilich wohl nicht recht. Kann aber doch nicht allein deine Schuld gewesen sein. Es sind doch zwei dabei gewesen. Freilich kennst du solche Sachen allebei zwei dazu. Aber ich hätte halt den Gescheitern machen sollen. Wie es dann auf einmal fort gewesen ist, war es wie vom Erdboden weggeblasen. Und jetzt liegt es mir halt schwer auf, weil es ich auf den Sündenweg gebracht hab. Wer weiß? Wer weiß, wie weit das schon vorgelaufen ist auf dem Weg? Allerweil näher und näher der Hölle zu. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist die ganze Geschichte. Und wegen dem willst du Haus und Hof in fremde Hände geben, nur damit du mehr Zeit zur Bußfertigkeit kriegst. Wohl, wohl. Na, hör's, Bauer. Meinst, wenn man mal dumm war, dann macht man's besser, wenn man dann noch dümmer ist. Red mir da nichts drei, Wastel, das verstehst du nicht. Okay. Sei froh, wenn's nicht selber einmal die Erfahrung machen musst. Das ist die rechte Lehre. Das ist die wahre Christenlehre. Ja, Wastel, nimm das nur ins Herz. Beistischmäßig. Lacht dich das Leben an wie ein schöner Obstgarten. Aber zu erlangen ist nicht verlaubt. Das verwehrt ein der liebe Gott. Geh zu, Schwarzer. Du musst doch unser Herrgott nicht zum Vogelschrecker machen. Hat er doch selber die Kirschen zu rot packen und die Weinbären so glänzend gemacht. Ja, aber unter den Kirschen liegen ihm dem Höllischen seine Fallstricke. Der Schwager hat schon recht, wenn er sich als Bußfertiger davon loslöst und alle Fäden von sich tut, woran vielleicht noch einmal der Höllische anknüpfen kann. Das ist ein Wort. So, und jetzt hör mal auf mit dem unnötigen Gerät. Berndl, wenn du davor gehst und meinen Hof anschauen willst, du hast ohne Neidigkeit. Und wenn du heimkommst zu deiner Mama, dann sagst du ihr, ich lasse sie grüßen.
Dann sag's dir, wie es war ist. Du weißt wirklich schon ein bisschen zu spät kommen. Morgen, wenn ein schöner Tag ist, dann fahren wir in Kreisstadt und dann verschreibe ich es meinen Schwagern. Ja. Und jetzt fährt dich gut. Dass du da warst, war mir doch eine kleine Aufheiterung. Aber weißt, bei mir hilft das nicht viel. Vergeht das gut. Für dich gut, Bauer. Für dich gut, Dendl. Vergiss mich nicht und besuch mich wieder einmal. Ja, ja, ich schau schon nach dir. Ich weiß nicht, Bauer, ich hab das Gefühl, als wäre das traurige Wesen bloß aufgezwungen. Als sollte ich da nur eine ganze Menge sagen. Aber ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich es jetzt vorbringen soll. Für dich gut. Für dich gut, Dirndl. Schickst du es jetzt richtig fort? Bauer, mir ist, als würdest du es da abhalten. Da abhalten, meine ich. Verstehst du mich? Weil wohl niemand lieber als dir, was? Bist nur ein Feiner, du. Na, ist auch recht. Na, setz dir morgen den Duckmaus auf den Hof. Na, renn ich übermorgen schon fort nach Elversbrunn. Und müsst den Tag lang. Ob ich mir's nicht gedacht hab. Bis vermuten, es gibt bei dir was zu holen, dann rennen dir Leute ins Haus ein, mit denen du dein Lebtag nichts hast tun haben wollen. Ach, kommen, sind's da. Und wenn sie sehen, dass nichts kriegen, dann ging es wieder. Meine Schwester, dein Weibgott hab sie selig, der hat einmal zu mir gesagt, Nikodemi hat zu mir gesagt, schau mir auf den Matthias auf. Denn nachdem, wie er sich an mir versündigt hat, ja, und wie er mir wehgetan hat, wäre es nicht schön, wenn er das Seine nicht bei unserer Familie lässt. Das hätte mein Weib zu dir gesagt. Ja. Die hatte doch ihr Lebtag nicht leiden können. Geht zu, Dusterer. Du bist doch jetzt am Ziel. Was bringst denn da solche Sachen daher? Das hat mein Weib nie zu dir gesagt. Mit dir streite nicht. Du bist ja krank. Ja, es war ein Fuß drauf. Ah, grüß Gott alle miteinander. Dusterer, die Suche. Ja, was willst du denn? Vorerst liegt ein kleines Fassel Essig in der Kreisstadt, möchtest du es bald abholen. Ja, und da ist vom Spediteur, da ist der Frachtbrief. Und warum hast du das Fassel Essig nicht gleich mitgebracht? Weil er noch nicht zahlt ist. Noch was? Ja. Ein Seidel Wacholder hab ich mir verdient, meine. Das war doch wohl der Essig nicht wert. Geh herauf, wer redet denn jetzt vom Essig? Hast du so ein schlechtes Angedenken? Vor einem halben Jahr hast du mir's da versprochen, wenn ich dir was auskundschaff. Was sagst du? Ach so. Ja. Du geh weiter, komm gleich mit mir heim. Nein, da bleiben wir. Wenn ich so viel umeinander renne, da wird mir ganz schwindelig. Sakra, nein, mitkommst, sag ich! Was? Du sonst verspürst den Wacholder! Ach, so redst du mit mir? Na, wer bist denn du eigentlich? Da bist du vielleicht mein Herr, weil's mit mir so umeinander schreit? Nein, nein, nein. Ja, schau ihn dir doch an, den nudigen Kerl! Möchtest du es vielleicht jetzt ableugnen? Leonhard! Also, wenn du mir so kommst, brauch ich ihn nicht, den Wacholder? Ich brauch ihn nicht. Aber das nächste Mal suchst du wem anderen aus für solche Geschäfte. Mich nicht! Grüfer, lass das erzählen, wie das war. Pass auf, Grüfer. Ein Seidel Wacholder hat's gehalten. Ja. Um Triesler Magdalene ist gegangen, die was vor 25 Jahren in deinem Dienst war. Was sagst du? Um Triesler Magdalene?
ich hab. Was ist? Ob's noch lebt oder schon verstorben ist? Ja, und seit einem halben Jahr hab ich so Zeit und randweise umeinander gefragt. Ich will jetzt reizen, das Seidler Brandwein! Jetzt reizen! Red, Leonhard! Red! Verdient hab ich, Mann! Kriegst nicht! Ich brauch nicht, hab ich gesagt! Brauch nicht! So ist die Schammer so gegen einen Fuhrknecht sein! Ein paar Wüsse, wo er nichts weiß! Lassen doch, Leonhard! Was ist mit der Magdalin? Auskundschaft hab ich's. Sie lebt? Jawohl! Also, musst du entschuldigen? Grüff hab ich schon wieder geglaubt. Der schreit so gegen Männer, dir! Um Gottes Willen, Leonhard, besinn dich auf die Wahrheit. Hast du auch recht gesehen? Recht gesehen und recht gefragt. Wo hast du es denn aufgefunden? Ja, 3 Stunden von da, wenn du ins Gebirg reinfährst, an der Kohlen Lenden, da hat sie einen Hof. Da muss ich hin. Was? Ich werde mich nicht gleich umbringen, das bisschen fahren. Ja. Mit meinen eigenen Augen muss ich sehen, wie es mit ihr steht und in was für ein Elend das lebt. Roslo! Roslo! Ich danke dir schön, Leonhard. Du hast mir einen rechten Gefallen erwiesen, ich danke dir schön. Ja, ist gern geschehen, Pfarrer, aber... Ach so, da hast du was. Oh, vergeht's gut, Pfarrer. Was willst du denn, Pfarrer? Der Michel soll sofort einspannen. Wir fahren nach der Kahlen Linken. Ja, aber Pfarrer, du kannst mir jetzt plötzlich auf und davon fahren. Jetzt red nicht. Sag ein Wastel. Er kann sich der nicht begleiten, ist nur beleid. Wer weiß, was noch alles wert und was noch alles Geschichte hat. Tu dich um, hol mir meinen Rock und meinen Hut. Ein Schafbeiz kannst du auch auf den Wagen aufwerfen für die Nacht. Ja, aber Bauer. Red nicht. Tu, was ich dir sag! Ich trage schon. Ach, lass los. Schwager? Rühr mir an, nix mehr, nix mehr. Schwager, lass der Song. Wir zwei haben ausgeredet miteinander. Riesler Magdalin. Lebt's oder lebt's nicht? Du Erzlugner, du. Grühhofer. Erzlugner! Grühhofer! 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 Teufel, ich noch einmal. Ist der Grühhofer narrisch geworden? Mach dir nichts draus. Jetzt lade ich dich auf den Sattel. Ja, schon. Wie der Wacholder blüht. Vergreifen könnte ich mich an dir. Völlig vergreifen! Probier's. Gute Nacht. Der leidige Teufel hat dich hergebracht. Nein, dein Weib ist gewesen. Wart nur, Weib, wann ich heimkomm. Ein halbes Jahr lang habe ich mich jetzt plagt. Dank dem Himmel für jeden guten Einfall, den er mir gibt, womit ich den alten Sünder ins Gewissen reden kann. Und jetzt wär's wieder nix wegen so einer Dummheit. Aber ich geb's noch nicht auf. Ich muss mit dabei sein. Ich muss mit hin nach der Kallend, nur wenn ich mit haben will oder nicht. Ich weiß, wie ich es mach. Ich schleich mich in den Hof und wenn die Rosel den Schafbeiz auf den Wagen wirft, dann krieche ich drunter. Wenn's nicht anders geht, dann muss ich eben im Schafpelz hin. Gehst wirklich schon, Liesl? Freilich. Jetzt, wo du mich nicht begleiten darfst, möchte ich doch vor Anbruch der Dunkelheit in Ellersbrunn sein. Mei, die Mom wird Augen machen, wenn ich ihr sage, mit der Erbschaft ist nichts.
Aber einen Schatz habe ich gefunden. Vielleicht jagt's mich dann davon? Norinas gleich zu mir, gell? Ja. Ja, aber wo wirst denn du nachher sein, wenn du bei deinem Bauern nicht verbleiben willst? Ich sag kein Verbleiben mehr, seit der seinem Schwager sein Narr ist. Mir der Bauern, der alte Mann. Ich möchte ihm gern helfen. Aber er lässt ihm ja keine Zeit dazu. Ich treff schon, meinst du nicht? War doch lustig, halt, ja, gell? Du darfst das schon zwingen bringen, Liesl. Na, für dich gut, Wastl. Für dich gut, mein Tier. Und ich denk gewiss an dich, bei Tag und Nacht. Beim Tag, da kann ich das auch versprechen. Aber bei der Nacht, da schlaf ich. Meine doch, ich halt's gar nicht aus. So weit von dir zu sein. Ich möchte eine Stunde wissen, was du tust und treibst. Und ob du an meiner Winger denkst. Könnte ich tagsüber wohl tausendmal grüßen lassen. Fände ich am Boden. Möchte alles zwischen Himmel und Erden drum angehen, was sie drauf verstummt. Du kleines Bachal, wunderklar, rinnst so flink daher. Grüß mir doch, mein lieben Schatz, na, du warst schon wer. Und da sagt es, Bachal drauf, ich bin nicht so schnell. Dorten halt mi's Mühlrad auf, kommt nicht von der Stelle. Kleins Herz in meiner Brust schlagt voll Freudigkeit, denn mein Schatz ist mein bewusst, jetzt und alle Zeit. Und in der Gisten so erheim, denkt er an mich schon, zwischen brave treue Leut, braucht's kein Bodenlohn. Du nur hast die einzige in mein Herzen Platz. Denk an mich, ich denk an dich, für dich Gott, mein Schatz. Schwager, ja, jetzt ist er da. Recht, dass ich mit bin, jetzt brauchst du nicht allein. Da haben wir ansteigen, über gleich gewusst, dass der Wagen da nicht rauffahren kann. Das ist das einzige Gehöft an der Kalnlinden. Kommt mir aber ein wenig groß vor, als das von einem einschichtigen Weib bewirtschaftet werden kann. Werden wir gleich sehen, wer drauf sitzt. Seid Sie hier schon? Seit wann klopft's denn hier an? Wer ist denn draußen? Guten Abend. Guten Abend. Was willst du denn? Bist du die Riesler Magdalene? Wer fragt da noch? Ich frag, wer da noch zu fragen hat. Boltner bin ich, die Bayerin an der Linden. Hat niemand da noch zu fragen, was ich sonst bin? Oder war? Alle war ja Ruhe.
Jetzt auf einmal hätte ich es fragen kein Ende. Vor ein paar Tagen hat erst der Fuhrknechter rumgefragt. Und jetzt kam denn wieder ein. Was habt ihr Riesen nach der Lehnacht zu fragen? Ah, in meinen ledigen Tag ist zwischen mir und dem Bauern einmal eine Dummheit gewesen, die eh bald nicht mehr war. Ist er leicht verstorben? Und seid es vom Gericht und bringt's mir ein Erdteil. Magdalene, ja, kennst mich denn nimmer. Niemand kenne ich. Ich bin doch der Grillhofer. Jesus, der Grillhofer. Was willst du denn da? Bringt dich der Vierwitz her, nachschauen. Hab mir's eh aber gewünscht. Ich möchte mal alles einsagen können. Hast gleich geglaubt, das müsste mir so gehen, wie es mir von dir aus hätte gehen können. Von dir aus? Da hätte ich mal elendig im Armenhaus versterben. Aber der Herrgott hat ein rechtes Einsehen gehabt. Und 3 Jahre, nachdem ich von dir weg bin, hab ich's besser getroffen. Der alte Boltner hat mich geheiratet. Und jetzt sitze ich als Bäuerin da auf dem Hof. Schau dir an, ob er dem dein Vieh nachgibt. Hast du denn geglaubt, ich hätte mich um was anderes mit dir abgegeben, als weil ich gemeint hab, deine Bäuerin segnet zeitliche Beut und ich komm an ihrer Stelle sitzen? Nicht so viel. Siehst, wenn wir sonst an dir Droh legen. Jetzt wegen der brauche ich mich nicht abängstigen auf mein Totenbett. Deine Bäuerin ist aber nicht so bald verstorben. Und wie es mir hinter meine Trachten gekommen ist, hat es alle ihr Ersparnis drauf verwendet, dass es mir los geworden ist. Denn mit leeren Händen wäre ich auch nicht weg. Als Kind hat es mir verpflegen müssen. Kind? Ja, ist denn wirklich uns oft weggekommen, ein Kind? Magdalene, um Gottes Willen. Ja, wo ist denn das verblieben, das Kind? Kind, das nicht so ein Grillhofer, wenn ich er möchte. Ein Dirndl ist gewesen. Ist mir ja gleich nach der Geburt fortgenommen worden. Such das jetzt! Damals habe ich gerade nur Sorgen für mich allein tragen müssen. Und nachher dem Ehestand sind 12 Kinder nacheinander gekommen. 5 haben wir jetzt noch an der Schüssel. Ja, glaubst denn du, ich hätte noch Lust gehabt, mich ums 13. außerhalb der Ehe umzuschauen? Ja, hättest mir doch bloß einen Finger Zeit geben brauchen. Nix, Honey! Und jetzt ist ausgeredet. Gesehen hast, dass mir geht, wie es mir geht kommen. Siehst, dass ich auf meinem eigenen bin. Und jetzt schau, dass du weiterkommst. Mitsamt deinem Spießgesellen, bevor meine Leute kommen. Wenn's nicht schleunig nur seid, dann mach ich euch fürs und jagt die Hunde von der Ketten! Jetzt jagt's uns gar noch aus. Geh weiter. Geh weiter, geh mal. Ist mir schlecht. Jetzt hab ich gemeint, der Sturm war mir vom Herzen gefallen und ein früher schwererer liegt mir drauf. Schau, schau. Da wär noch ein Kind da. Das hätte man früher wissen müssen, ob der Bangert noch lebt, oder ob er schon verstorben ist. Schwager! Grillhofer! Schwager! Wastl! Auf geht's, der Bauer kommt! Gott sei Dank, dass er zurück ist, es ist ja schon nach 10. Ja. Da muss ja der Michi schön reinteifelt haben, dass ihr schon wieder da seid. Jetzt darf ich gerade an den Stall schauen zu den Rissen. Ja, die armen Rissen. Das ist mir gleich. Ich hab kein Erbarmnis mehr mit den Viecher.
Ihnen geht's allebei noch besser wie uns Menschen. Aber Bauer, wie redst du denn daher? Ja, meinetwegen, dann schaukst du halt in den Stall nach die Rösser. Gute Nacht, Bauer. Gute Nacht. Kannst du auch gehen, Rosel. Gute Nacht, Bauer. Ja, du bist es. Was möchtest denn du noch, hä? Ich hab doch extra meinen Wagen vor deinem Haus halten lassen, dass du aussteigen kannst. Es hat nicht sein mögen, weil ich mit dir noch was zu reden hätte. Hast du neue, Luke, hä? Grühhofer, glaub mir, wenn ich dir was sag. Beispielsmäßig. Ich brauch nichts Beispielmäßiges mehr von dir. Mir langt das, was in Wirklichkeit vorgeht. Du hast ja selber gesagt, dass mein Traum doch eine Vorbedeutung hat. Ja. Der Traum von der Riesler Magdalene im Fegfeuer beispielsmäßig. Aber wenn ich richtig drüber nachdenke, schau, Grühhofer, die Riesler Magdalene muss das im Fegfeuer gar nicht gewesen sein. Im Rauch und im Feuer, da sieht man schlecht. Sie hat ja bloß ähnlich geschaut. Hm. Dein Kind ist gewesen. Ach, Dummheiten. Weil es in deinen Plan passt, was? Deswegen steckst du jetzt das Kind ins Fegfeuer. Nein, weil die Sünden der Eltern an den Kindern gestraft werden, drum steckt's in der Hölle. Vielleicht auch wegen der eigenen Sündhaftigkeit. Hm. Denn glaubst du, dass so ein Kind vater- und mutterlos rechtschaffen blieben wäre? Ja, aber wer sagt dir denn, dass es verstorben sein muss? Grühhofer, lass dir sagen, bestens ist verstorben. Es ist am Leben und ist so verdorben, dass du dieselbe als Kind gar nicht anerkennen kannst. Ja, siehst du's da? Das ist. Wisst man's in der Hölle, dann wäre das noch lange nicht so schlimm, als wenn man die Gewissheit hätte, dass man's in Not und Elend lebt. Und du kannst dem nicht helfen. Armer Schwager. Okay, halt's mal. Und geh jetzt. Ich hab keine Lust, dass ich noch länger mit dir rumeinander diskutiere. Gute Nacht. Gute Nacht, Schwager. Hey, Schwager, bloß eine einzige Frage hätte ich noch. Was denn noch? Bleibt's dabei. Bei was? Beispielsmäßig, fahren wir morgen in Kreisstadt oder nicht? Heut weiß ich nix. Gar nichts mehr weiß ich. Schau, dass du weiterkommst. Grühhofer. Grühhofer, schau dein Einwendiges an. Brauchst einen Zuspruch, gut, so halt dein Wort. Sonst bleib ich dir fern. Das werden wir ja sehen, ob ich deinen Zuspruch nötiger brauch, als du mein Hof. Grühhofer, ich geh jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Hast du mich gerufen? Nein. Tausend und tausend Meilen gehen rund um die Erden. Keinen viel hundert zwischen mir und meinem Kindling. Es könnte aber auch sein, dass man ganz nah ist. Und ich weiß nicht. Himmlischer Vater. Wenn's nimmer lebt, dann lass er mich nicht länger rumkriechen auf der Welt.
Wenn du ein Ende machen willst mit mir, das wäre wohl das Beste. Und wenn es vielleicht jetzt, in der nämlichen Stunde, wo ich zu dir bitte, wenn es da aufschreit in Sünd und Nöten, dann hör auf mich, verstopf dein Ohr. Wenn seid da sein bereit. Und sein Vater verflucht. Er ist noch auf. Bauer! Thorlacherlies ist wieder da. Ja, sie will heut noch zu dir, hat's gesagt. Was will's mir denn? Hör doch auf sie. Ich weiß ja nicht. Ja, wir haben schon rechts gereizt miteinander. Um Gottes Willen, Bauer, was ist da denn? Nix, Dendl, nix, nix, gar nix. Du geh weiter. Jetzt tu doch nicht so verzagt. Lass dich jetzt von meiner Mama erzählen, damit du wieder auf andere Gedanken kommst. Stell dir vor, die Mama leid's nicht, dass du deinen Hof weggibst. Tja. Die alte Horlacherin leid das nicht. Ist aber gespässig. Geh ja. Die leid das nicht. Da möchte ich aber schon wissen. Siehst du das, wenn's das wissen willst? Da musst du mich schon anhören. Tja, also, ich komm heim und sag dir, du hättest mich ausgeschafft. Nachher heißt es mir ungeschickte Gredel. Würde ich aber sag, dass du morgen mit Duster in Kreisstadt fahren willst und ihm einen Hof übergeben. Ja, da war's aus. Gleich hat der Müller einspannen müssen. Gleich hab ich herfahren müssen, damit ich ja vor der Früh noch da bin. Und umarmt hat's mich die Mama und abpuzzelt. Als ob es ein Abschied für ewige Zeiten gewesen war. Und einen Brief hat es mir geschrieben. Dir? Nein, an dich. Also, dann tu ihn her, den Brief. Ja, da bin ich verwunderiger. Ja, und mach es bitte, dass du ihn heute noch liest. Und allein sollst du ihn vorerst lesen. Hat's gesagt? Also gut, dann lesen wir ihn halt. Grillhofer, mit schweren Herzen schicke ich dir ein Anvertrautes zurück. Doch steht dir frei, wenn du den Brief gelesen hast, ob du es als das Deine anerkennen willst, sonst nehme ich es mit Freuden wieder an mich. Die Dirn, was heute zum zweiten Mal bei dir einspricht, ist ein Kissen in mein Haus gebracht worden, weil es dein Weib nicht auf dem Hof vor Augen haben wollt, aber es war ihr Meinung, wenn ein rechtschaffens Geschöpf aus ihr geworden wäre, sollte ich das zuschicken. Die Dirn heißt nach ihrem Rufnamen Horlacherlies, weil es von klein auf bei mir war. Sie hat bis heute für Vater und Mutterlos gegolten und weiß selber nicht anders. Nach dem Kirchbuch heißt es Elisabeth Riesler und ist, wie die Magdalena Haas gesagt hat, kein Kind. Und oh mein Gott, ja mein Gott, ja, ist mit denn recht? Steht denn das wirklich drin? Was ist denn? Ja. Was schreibt denn die Mann? Ja, ich weiß selber nicht recht, Dandl. Ich muss selber erst noch mal lesen. Komm her zu mir, Dandl.
Komm her. Lieber Grillhofer, die Dirn, was heute zum zweiten Mal bei dir einspricht, ist im Kissen in mein Haus gebracht worden, weil es dein Weib nicht auf dem Hof vor Augen haben wollte. Aber es war ihr Meinung, wenn ein rechtschaffens Geschöpf aus ihr geworden wäre, sollte ich dir es zuschicken. Vergeht's gut, Mirzl. Vergeht das gut. Da die Horlacherin und alle guten Weiber, vergeht's euch gut. Ja, aber ich kenne mich da nicht aus. Da schau her. Die Dirn heißt nach ihrem Rufnamen Horlacherlis, weil es von klein auf bei mir war. Sie hat bis heute für ihr Vater und Mutter losgehalten und weiß selber nicht anders. Nach dem Kirchbuch heißt sie Elisabeth Riesler und ist, wie die Magdalena ausgesagt hat, dein Kind. Es grüßt dich und lass dir den freien Willen, die alte Horlacherin. Ja, Dirndl. Was zieht das denn so? Hm? Jesus. Ist die Mama aber ein falsches Ding gewesen? Also du? Du hast mir das Leben gegeben? Ja. Aber geht das gut? Das gefällt mir recht gut auf der Welt. Jetzt reizt mich auch nicht mehr. Nein, jetzt reizt mich nicht mehr. Oh, du mein Gott. Das Kind ist im Vaterhaus. Ja, weil nur das Kind im Vaterhaus ist. Ja, horch noch grad zu dir. Horch noch grad. Jetzt wird's auch wieder lustig bei uns. Jetzt darf's auch wieder lustig werden. Und zittern und die Dirndl, na, die kann ich nicht lang. Wer ist denn her? Der Wastl. Du weißt es ja eh. Ja, ja. Vater. Oh, du schön gerne weit, lass der Song, das mag weiß, solang zittern noch klingen uns Dirndl wie heißt. Oh, Dirndl. Zeig ich dir was, Wastl. Da geh her. Schau, wie er Buße tut. Und wie dein Schatz dir treu ist. Du, das ja, was ist denn, Herr? Was ist denn? Gleich drei Narren auf einmal. Es ist ein bisschen viel. Alles dann. Alles dann doch für einen Narren gehalten. Aber was? Ja, sie ist doch mein Kind. Ist es? Der Bauer hat ein Kind gekriegt. Du bist halt eine reiche Bauerstochter und ich kann mir das Maul abwischen. Oh mei, Wastl, bist du ein Trottel. Ja. Wer sagt dir denn, dass ich mir nicht schon lange einen solchen wirst, du bist zum Schwiegersohn wünsche? Jesus. Bauer, ja, das ist ja alles zu viel. Ja, viel zu viel. Aber ich nimm's schon. Ich nimm's schon. So, und jetzt fahren wir morgen doch nach der Kreisstadt. Wir fahren doch. In Kreisstadt? Wir fahren nach der Kreisstadt. Neben mir. Mein lieber Dustra, du hast mir viel vorgelungen und hast mir viel eingeredet. Dass ich meinen hätte sollen, ich wäre der Schwärzeste. Aber unser Herrgott, der Kinder einen gefärbten Schimmel. Der hat mir wieder ganz schön sauber gestriegelt. Ja. Und hat mir die da geschickt. Und hat gesagt, so, da hast du jetzt den Bus und die Sorg. Und den Freudigkeit. Aber du, mein Lieber, du bleibst mir aus dem Haus, gell? Deine Kinder kannst mir schicken, dass man was tut dafür. Die können ja nichts dafür, dass sie einen solchen Vater haben. Aber für dich war es eine Lehre, Dusterer. Eine wahre Christenlehre. Nimm das zu Herzen. Der Herrgott hat das Leben zum Freudigsein gegeben. Und was wir auch oft schlecht, er macht schon wieder recht. Drum sag mir das Deine und mach er mein Glück. Und misch dich nicht ein, du kriegst nichts dafür.
Ah.